Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am ersten Advent. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Blumhardt-Gemeinde in Berlin-Neukölln. Das ist heute für uns ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern Advent und wir feiern, dass wir heute ein großartiges Geschenk überreicht bekommen. Nun gibt es ein paar Gäste in dieser Gemeinde und ich denke, wir sind gut dran, einmal vorzustellen, wer alles da ist. Ich fange mal mit unserem Kirchenrat an. Ja, Ulrike atmet tief durch. Stellt euch doch mal hin, damit wir wissen, wer hier die Geschicke dieser kleinen Gemeinde in den Händen hat. Da sind sie, ein wunderbares Team an Menschen, die sich manche Nacht um die Ohren schlagen. Für uns. Dann stelle ich mal unsere Senioren hier in dieser Gemeinde vor. Immer wieder da und fröhlich und auch heute fast vollzählig. Zeigt das schon mal. Ja. Dankeschön. Dann sind Menschen heute da, über die ich mich auch sehr freue. Ich entdecke gerade zwei Schülerinnen von mir aus der Schule, Klasse und Konfirmanden. Zeigt ihr euch auch mal, es ist toll, dass ihr heute Morgen aufgestanden seid und da seid. Super, auch ihr dürft euch übersetzen. Thomas de Bacheu wird uns heute eine ganz schöne Bibel überreichen und er hat auch Menschen mitgebracht, Thomas. Aus dem Haus Britz, aus deiner Freundschaft, aus deiner Umgebung, wenn sie sich einfach auch mal zeigen. Vielen Dank und herzlich willkommen in dieser kleinen Kirchengemeinde. Zusammen wollen wir Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Macht hoch die Tür, die Tor macht laut. Es wird Zeit, dass wir uns wieder langsam einstimmen auf diese Zeit im Advent, auf diese Zeit vor Weihnachten. Und wir tun es mit dem wunderbaren alten Lieder. Macht hoch. Thank you.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Hosianna in der Höhe. Und als sie in Jerusalem
geht Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir antworten auf das Evangelium. Lob sei dir, o Christus. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben erkennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen
Gemeinde. Und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. In diesen Tagen war es anders. Das spürte er genau. Die Kinder, die er von den Straßen der Stadt um sich geschart hatte, waren eigentümlich unruhiger. Nicht, dass sie sonst brav und friedlich dagesessen hätten. Sie hatten ja viel hinter sich. Sie waren Kinder ohne Kindheit. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Kinder ohne ein Zuhause. Ihre Eltern hatten sie fortgeschickt, weil es nicht mehr reichte für alle. Die Größeren schickte man dann fort, weil man sie nicht mehr ernähren konnte mit Wärme, mit Liebe, mit Brot. Auf den Straßen fanden sie sich wieder, heimatlos, obdachlos, haltlos. Er hat nicht weggesehen, damals, vor fast 200 Jahren. Er war Pfarrer in Hamburg. Und er fand damals ein Haus, das diesen Kindern einen Platz bot. Zum Waschen, zum Kämmen, zum Aufwärmen, zum Essen und zum Dasein für einige Stunden. Die Hamburger nannten es das raue Haus. Rau geht es zu, wenn die Menschen das soziale Verhalten nicht lernen können oder es in ihrem Leben verlernen. Rau, gleichgültig, achtlos. Und so kamen diese Kinder ins Haus. Und dann kam diese eigentümlich andere Zeit, die Zeit im Advent. Pfarrer Johann Hinrich Wichern spürte in den Tagen ganz besonders diese Sehnsucht der Kinder, ihre Unruhe, ihren Wunsch, heimzukehren und endlich anzukommen. Und er stellte sich den Gedanken dieser Kinder und zelebrierte mit ihnen die vorweihnachtliche Zeit im Wunsch nach Heilung und Herzlichkeit. In die Mitte ihres Esssaales stellte er ein großes altes Wagenrad und befestigte 24 Kerzen darauf. Für jeden Tag war es eine Kerze bis zum heiligen Abend. An jedem Tag im Advent durfte nun ein anderes Kind eine neue Kerze anzünden und zusammen mit den anderen
für Augenblicke stiller, ruhiger, heiler, sanftmütiger werden. Ein Licht. Dann zogen sie wieder auf die Straßen der Stadt, sorgten für sich, überlegten, kämpften, arbeiteten, warteten. Und dann wieder ein morgendliches Licht für die Sehnsucht. Dass da einer kommt, auf sie zukommt und für sie kommt. Dieses Wagenrad und sein Erfinder Johann Hinrich Wichern ist tatkräftiger Glaube, ist Diakonie, wenn die Not zum Himmel schreit. Noch heute steht er alle Jahre wieder auf unseren Tischen, etwas kleiner als Adventskranz. Und groß und in meinen Augen auch wieder sehr prächtig in der Kirche hier bei uns, mit seinem ersten zarten Licht ganz hinten. Die Zeit im Advent beginnt zart, der Weg ist weit. Doch er kommt. Startschuss heute. Wir haben sein Evangelium gehört. Eine Eselin wird ihn hertragen, den Jesus, den König, den Sanftmütigen. Sanftmütig, was für ein Wort. Wie aus einer anderen Welt, inmitten von Verkehrslärm, von Gedröhn, von Krisen, Herzinfarkten, Druck, Despoten, Kampfhähnen und aufgeblähten Egos. Sanftmütig. Mit Palmenzweigen und Hosianna, dem öffentlichen Mensch hilft uns doch. Sanftmütig ist er. Mal ehrlich, können wir den gebrauchen? Wird der sich durchsetzen können? Kann der die Probleme meistern und den Diktatoren Paroli bieten? Braucht es damals wie heute nicht einen, der so richtig Macht hat und zeigt, wo es lang geht? Der den dreistgierigen Betrügern auf die Schliche kommt und ihnen das Handwerk legt? Ein sanftmütiger König. Was richtet der schon aus? Ohne Glanz und Gloria, eher im Schmutz. Und er verlangt nach einem Eselchen. Das dienstbare Tierchen wird ihn auf den Straßen tragen.
Wer ihn erwartet, erlebt seinen persönlichen Advent. Mit seiner Hoffnung durch die persönlichen Höhen und Tiefen hindurch kultivieren können. Dessen Wurzeln reichen dann tief und werden gespeist aus uralter Geschichte mit Gott, alten Bildern, Worten und Liedern. Wir stimmen mit ein, finden uns singend neben anderen wieder. Wir sind ja hart im Leben. Aber auch wir sind Menschen in Erwartung. Auch in uns ist dieses Sehnen nach einem gelingenden Leben, nach Mut zu kleinen Schritten, zur Absage an Resignation, zum aufrechten Gang, vielleicht auch zur eigenen Sanftmut und Gefühl. Da sind wir Menschen uns doch eigentlich sehr ähnlich. Egal, ob wir nun unseren 10. Advent oder unseren 53. Advent oder unseren 84. Advent feiern. Wir alle sehnen uns danach, die leise Kunst des Lebens zu entdecken und den Daumen nach oben zu halten. Wem vertrauen wir an unserem Wegesrand? Wem? Dem, der da auf uns zukommt, dem wir schon die Lichter hinstellen und so auch die Straßen unserer großen Stadt vorbereiten? Wer ist er? Es ist der Herr, der da unter dem Jubel der Menge in die Stadt eintritt, dem eilt der Ruf voraus. Er könnte ein König sein, der endlich für Gerechtigkeit sorgt. Er hat die Spitze der Machthaber mit Aufrichtigkeit entwaffnet. Der hat Egoisten durch Zuwendung geheilt. Der hat Erbarmungslose mit seiner Wehrlosigkeit barmherzig gemacht. Der hat die Skeptiker mit seinen Taten überzeugt. Der hat Kaputte zurück ins Leben gebracht. Er hat Blinde erkennend gemacht. Er hat ihr Vertrauen. In seiner Gegenwart fühlten sie sich damals heil. Und seine Gegenwart rief die besten Kräfte. Er ist ein freier Mensch. Und so kommt mit dem sanftmütigen Jesus der Advent. Und wir sind Teil dieser Bewegung. Es ist die Absage an den rauen Umgang
Sehnsucht nach dem Leben und der Zukunft, egal wie alt wir sind. Amen. Bildern auszukleiden, nicht mit Schrift,
nur mit Bildern. 16 Jahre in einem Dachstübchen hatte er gemalt, um ein Vermächtnis zu würdigen. Er hat ja schon in den 60er und 70er Jahren sehr viel getan in der Malerei und er hat diesen Bolikon-Stil entwickelt. Ich kann mich erinnern, als Kind in den 70er Jahren gab es Kinderbücher, die so ähnlich waren. Mir ist es dann wieder aufgefallen. Aber Willy Widmann ist nach diesen 16 Jahren Meisterwerk verstorben. Und ich grüße von dieser Stelle aus Martin Widmann, der uns jetzt in der Schweiz zuschaut. Ich wink mal, dass er sieht. Der natürlich ganz gespannt ist, er konnte heute nicht kommen, aber er wird die Gemeinde im nächsten Jahr besuchen, das hat er mir mitgeteilt. Aber das dazu. Sozial. Pia, du hast es in deiner Rede schon angesprochen, die soziale Kälte. Gebet Recht dem Armen und nicht Armen Recht. Das war eigentlich Martin Luther und Kelvin, die haben das vertreten, diesen Spruch, und haben gesagt, die Armen brauchen das Recht, aber sie bekommen das Recht nur, wenn wir einstehen dafür als Gemeinden, als Kirche und uns nochmal in das soziale Gewissen einverleiben. Wir haben sehr viel Armut in Berlin, die meisten wissen das. Ich kann Ihnen mal zwei Zahlen nennen. Wir sind bei knapp 50.000 Wohnungslosen in Berlin. Wir haben zwischen 8.000 und 10.000 Obdachlosen. Jeder sieht sie auf der Straße. Manche gehen weg oder gehen auf die andere Straßenseite rüber, weil sie es nicht sehen wollen. Oder manche sagen auch, oh Gott, nein, da gehe ich nicht vorbei. Die stinken. Vielleicht ist das schon dem einen oder anderen passiert und in U-Bahn, S-Bahn, überall. Es hat aber seinen Grund, warum diese Menschen eben nicht so gut riechen wie wir. Sie haben kein Wasser, sie haben keine Toilette. Das Leben eines Obdachlosen spiegelt sich auf der Straße komplett. Stellen Sie sich das mal vor, Sie machen Ihre Wohnungstür auf und lassen die ganze Nachbarschaft zuschauen, wie sie sich waschen, wie sie auf der Toilette sind, wie sie Essen zubereiten. Das müssen Sie sich einfach mal so geistig vor Auge setzen. Es ist furchtbar. Und ich finde die Situation, die sich in Berlin gerade ergibt, und nicht nur in Berlin, sondern in München und Hamburg ebenfalls mittlerweile, sie ist tragisch. Und da gibt es eine ganz kleine Gemeinde, nämlich die Johann Christoph Blumhardt Gemeinde, die sich dem sozialen Gewissen verschrieben hat, nicht nur in dem Bewusstsein, dass der Vorreiter Johann Christoph Blumhardt ja auch ein Vorreiter war der Suppenküchen. Und so wie ich gehört habe, kommt die Suppenküche wieder hier zurück. Es gibt nicht nur das Arbeitslosenfrühstück, wie man das hier nennt, sondern wenn Sie draußen schauen, hängt ein großes Schild Arbeitslosenfrühstück. Und ich hoffe, dass bald ein neues Schild dahin, Suppenküche. Nun kann man darüber streiten, ob das nun gut ist oder nicht. Man kann es verstecken, man kann sagen, oh lieber Gott, mach es lieber nicht öffentlich, dass die Leute nicht das sehen in der Gemeinde. Viele Gemeindemitglieder tun sich schwer damit. Aber Suppenküchen sind nun mal unsere Aufgabe. Es ist unsere primäre Aufgabe als Christen, als Kirche, als Gemeinde, sozial zu helfen. Und wenn Sie sich nochmal, das ist ja nicht die einzige Suppenküche, ihr reiht euch dann ein, fast in die Ähnlichkeit einer Tafel. Wir haben über 970 Tafeln in Deutschland. Wir betreuen 1,5 Millionen Menschen. Und in Berlin-Brandenburg sind es 44 und es werden immer mehr. Das ist ein nicht gutes Zeichen. Gebet Recht dem Armen. Und das sollte auch unser Motto sein. Und jetzt komme ich nochmal zu Willy Widmann. Willy Widmann ist selbst sehr sozial und hat ein Vermächtnis hinterlassen. Und ich habe letztes Jahr die große Ehre gehabt, mit Martin Widmann sehr eindringlich zu sprechen auf dem Kirchentag. Und das ist eine kleine Geste und Geschichte, die ich Ihnen mal gerne erzählen würde. Ich sollte sonntags zum Kirchentag sollte ich einen Stand der Diakonie betreuen, draußen im Messegelände. Da bin ich natürlich sprachlos raus, 9 Uhr, es war ein fürchterlicher Antrag und ich habe unseren Stand nicht gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden, ich bin durch alle Hallen durch, habe versucht zu telefonieren, das Telefonnetz ist zusammengebrochen und bin dann stolpernderweise in die Abteilung Widmann gekommen, Widmann-Bibel, riesengroß in Gold. Und da ich ja Kreuze zum Bibel stand, ein riesiges Kreuz, und ich wollte eigentlich nur fotografiert werden, weil ich das so fantastisch fand. Und dann kam Martin Widmann auf mich zu, wer ich bin, und dann kommt man ins Gespräch. Und das hat dann ungefähr so 2,5 Stunden gedauert. Ich habe meinen Stand allerdings dann vergessen. Ich bin dann einfach dort geblieben, habe dann aus der Schweiz Schokolade essen dürfen, weil es war ein wunderschöner Stand mit Schweizer Schokolade und dann war es noch Kaffee.
Backfee. Und das ist ja so meine Welt. Ne? Wo Schokolade ist, da bin ich. Ist auch nicht gesund, ich weiß das. Aber Martin Wittmann hat ja dann diese Grafik gezeigt, das war eine riesige Leinwand da, wo alle Bilder nochmal dargestellt wurden. Und ich bin eigentlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und habe gedacht, das ist unglaublich, was dieser Mann geleistet hat. Und dann sagte man mir, ja, es gibt sie nur 131 Mal. Und dann habe ich gesagt, kann ich da noch dabei sein bei den 331? Und ich hatte Glück, ich konnte noch dabei sein. Weil die Bibel vor mir hat unser Landes-EKD-Vorsitzender Bedford Strom abgegriffen, der natürlich ähnlich wie ich mehrere Stunden dort verbracht hat und den Termin versäumt hat bei Martin Schulz. Ich war dort bei Martin Schulz und habe auch den EKD-Vorsitzenden gewartet, er kam nicht. Er war bei Martin Wiedmann. Ob er dann Schokolade gegessen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ebenfalls diese Bibel. Und bevor ich eigentlich die Bibel an diese Gemeinde übergebe, man kann es eigentlich gar nicht sagen, die Bibel ist 8 Kilo schwer, sind 2 Bände und sind 3.333 Bilder. Steht im Guinness-Buch der Rekorde, ist die längste Bibel, die je gemalt worden ist. Im ARD hat das bereits berichtet und das Schweizer Fernsehen ist ebenfalls immer dabei, wenn es um die Wiedmann geht. Aber bevor ich das jetzt mache, gibt es natürlich noch ein anderes, kleines Geschenk. So im Fluss des Lebens schwimmt Holz. Holz kennt jeder von uns, manche lieben es, manche finden es fürchterlich und manche sagen drinnen Kamin. Aber wir im Diakoniehaus Fritz und Familie Trockner ist hier, wir sagen, nee, Holz schwimmt nicht nur, Holz muss auch nicht verheizt werden. Holz ist ewig. So wie wir auch Bäume leben und Holz lebt auch. Und so haben wir aus altem Fliederholz, was es nicht nochmal gibt, einen Leuchter herstellen lassen. Und den, liebe Pia, den möchte ich dir jetzt schon mal überreichen und dann bitte ich mal die Michaela Kortmann vor, dass sie das erste Licht anbrennt. Jedoch ein Geschenk aus dem Diakoniehaus Britz übergeben. Diesen Ständer mit 4 Kerzen, die kommen aus tiefstem Herzen. So, bitte nur ein Licht anbringen. Ich werde hier alle 4 sofort anbringen. Thomas, darf ich mich nur eben bedanken? Das ist so schön. Der Tischler, der das gemacht hat für uns, der hat gesagt, mindestens 500 Jahre hält es. Die Kirche selber ist in den 50er Jahren gebaut worden, übrigens sehr schön, gefällt mir sehr, sehr schlicht, sehr einfach. Und ich denke mal, so lange bleibt der Leuchter hier. So, jetzt bitte ich aber doch mal den Bernd Buhr nach vorne. Der GKR-Vorsitzende hier, großes Amt, machst du gut. Und die Pia will ich nach vorne. So, ihr bleibt jetzt mal hier stehen. Wir müssen dann eben noch was machen. Sie werden sich jetzt wundern, das gehört dazu. Diese Bibel darf nicht mit Händen an. Gefasst werden, sondern muss mit Handschuhen angefasst werden. Dazu liegen wir hier. Komm mal her zu mir. Pack das mal auf. Ich habe dann noch was vorbereitet an mir selber. Es ist ein Geschenk von Herzen und es gab Menschen, die mich gefragt haben, warum ich das tue. Warum ich einfach so was Teures einfach weggebe. Und du musst Ihnen ehrlich sagen, wenn man es zu Hause liegen hat, ist es auch schön.
aber man sieht es nicht. Es muss staubfrei eingepackt bleiben. Es liegt im Schrank, abgedeckt und ja nicht sichtbar. Und wenn Sie mal Besuch zu Hause haben, manchmal machen das ja ganz gern, dann denkt man, oh, das muss ich meinem Besuch zeigen. Dann findet man meistens die Handschuhe nicht dazu und dann lässt man es sein. Eine Bibel, die in dieser wertvollen Art gestaltet worden ist, die gehört nicht nach Hause. Die gehört in eine Gemeinde, die sozial ist, die sich für das Soziale einsetzt und die auch was davon hat. Es ist der Besitz der Kirche in dem Moment. Und jetzt schreiben wir mal dazu und übergeben zumindest die Bücher. Thomas, und ich habe das in der Schule erzählt, was heute hier passiert. Und es sind wirklich Schüler aus der 5. Klasse gekommen und möchten ganz nah dabei sein. Und wirklich mal gucken, was du uns da... Okay. Ja? So, ich denke mal, ein Buch kann auf diese Stelle gehen. Kann es auch mal aufklappen. Wenn du mal genau guckst, siehst du also schon dieses Wahnsinnswerk dieses Mannes, das Alte und Neue Testament in dieser Art. Darzustellen. Wem du das dann zeigst, als Pfarrer, das obliegt dir. Thomas, dürfen die Gemeindeglieder nachher natürlich auch? Alle. Ja, und wir müssen nicht alle Handschuhe tragen. Das ist jetzt nur. Nicht einfach. Die Handschuhe haben, die sollten sie anfassen dürfen, die anderen weniger. Wer sich aber dafür interessiert, es gibt noch ein kleines Werk dazu, wo alles nochmal drinsteht. Das darf man anfassen. Komm mal hier. Dann würde ich nochmal sagen, wenn die Schüler schon hier gekommen sind, dann dürfen Sie das natürlich mitnehmen und dann habt ihr mal alles drinstehen, was Sie anbieten. Und ich denke, das ist ein Applaus wert. So, und damit ist eigentlich alles gesagt, was ich sagen kann oder will. Ich wünsche der Gemeinde viel Freude. Ich wünsche der Gemeinde viel Freude damit. Immer im Gedenken daran, wenn Sie die Bibel öffnen, denken Sie dran. Wir haben viele arme Menschen im Land. Die sollten wir zumindest versorgen oder nicht versorgen, das klingt fürchterlich, sondern man sollte die Hilfe angedeihen lassen. Und ich habe immer so einen Ausspruch, wo ich mir denke, wenn ein Meteorit vom Himmel fällt, der verwüstet im Umkreis, ein kleiner Meteorit, 5 Kilometer, im Umkreis ist alles verwüstet. Wenn wir als Christen wirken aus der Kirche heraus, können wir in diesem Umkreis viel Neues entstehen lassen. Ich danke euch. Thank you.
300 € zukommen lassen für die Suppküche. Aber wenn Sie jetzt glauben, dass Frauen die Suppenküche machen, irren Sie sich. Wir haben hier zwei Männer, die kommen jetzt bitte auch mal nach vorne und zeigen sich, denn die werden hier die Löffel rühren. Für 200 bis 300 Personen. Boah, kein Respekt. Also wir wollen das wesentlich bescheidener machen. Einmal im Monat für 20 bis 30 Personen. Wenn Sie es denn überleben. Und unsere Suppenküche heißt nicht Suppenküche, sondern die heißt, besteht aus zwei Wörtern, mal Zeit. Lassen Sie uns miteinander beten und die Fürbitte halten. Gott, du kommst auf uns zu, ohne Gedröhn. Sanftmütig öffnest du uns für Augenblicke. In ihnen steckt die Kraft, zu uns zu kommen. In Glauben und Tat, in Dank und Bitte, in Dur und in Moll. In Ohnmacht und Fülle. Herr, lass die guten Kräfte in uns strahlender werden. Entwaffne uns mit deiner Aufrichtigkeit. Lass uns erkennen, dass Heilung nicht perfekt sein ist, sondern ein wärmendes Aufgenommensein in der Gemeinschaft. Herr, lass uns als Gemeinde offener sein und an den Menschen wachsen, die durch unsere Türen kommen. Lass uns an unseren Erfahrungen nicht scheitern, sondern dich, Gott, hineinnehmen und immer wieder Versuche starten, aufzustehen und für das Leben wach zu bleiben. Und Herr, lass unsere große Stadt nicht an Bitterkeit, Äußerlichkeit und unmenschlicher Kälte leiden. Wirke du, wenn die Mauern keine Bewegung mehr zulassen. Komm du doch näher und verleihe Erbarmungslosen mit deiner Menschlichkeit ein neues Gesicht. Amen. Sie können sich gerne hinsetzen. Wir singen das Lied vor dem Abendmahl. Da wohnt ein Sehnen tief in uns. O Gott, nach dir, dich zu sehen.
und spielen nah zusammen.
unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset alle davon. Dies ist mein Leib, welcher euch gegeben wird. Desselbe gleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen gemeinsam die Worte sprechen, die uns unser Herr Jesus Christus geschenkt hat, und wir wollen uns dabei die Hände waschen. Vater, alle, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr.
Jesus, der Christus spricht, du bist das Licht dieser Welt. Lebt in Frieden mit eurem Herrn. Amen. Er immer wieder auf den Stuhl, aber es singt sich besser im Stehen. Wenn Sie Kraft haben, dann bitte stellen Sie sich hin, macht hoch die Tür, Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zu bereiten. Thank you.
sind am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und ich möchte Ihnen noch kurz Dinge mitteilen. Das meiste erfahren Sie aus unserem Kirchenbrief, der ganz druckfrisch am Ausgang für Sie bereit liegt. Wenn Sie nachher mit dem Geläut der Glocken wieder hinausgehen aus dieser Kirche, dann sammeln wir an der Innentür, sammeln wir für die Wohnungslosenhilfe und für Menschen in Notlagen. Ich denke, das bedarf jetzt keines weiteren Wortes. Und am Ausgang, wie im ganzen Advent, sammeln wir für ein ausgewähltes Projekt von Brot für die Welt. Es geht hier um Menschen, die den Schritt nach Europa nicht geschafft haben, die wieder zurückkommen mit leeren Händen und irgendwie schauen müssen, dass sie in ihren Ursprungsländern wieder einen Anfang finden. Das ist nicht leicht, aber dafür gibt es kleine Organisationen, die sich dieser Aufgabe verschrieben haben. Und wir wollen im Advent 2018 diese kleinen Projekte unterstützen. Wenn Sie mögen, können Sie auch gleich noch mit ins Gemeindehaus kommen. Unser neues Gemeindehaus ist ja leider in diesem Jahr nicht fertig geworden. Wir hoffen und zittern auf das nächste Jahr. Aber unser altes Gemeindehaus steht bereit mit Wärme, mit Tee und mit Kaffee. Vielen Dank, Frau Reusch, dass Sie das heute Morgen alles wieder organisiert haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Unsere Musiker haben sich noch einmal für Sie bereitgesetzt. Ich muss Sie jetzt einfach auch noch mal vorstellen, weil Sie immer so freundlich rüber lächeln und so eine tolle Musik machen. Also, am Klavier unser Organist. Seinem Verstärker und seinem Hut und seiner Stimme dabei, Thomas Müller. Und die beiden sind immer gut für Überraschungen. Ich überlasse euch jetzt das Feld und wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, einen schönen ersten Advent. Thank you.
Geht der weg mit seinem.